werden wissen, wer SpongeBob Hey, Muko, Schwammkopf moin, moin. ist. Ey, mir Und ich geht's denke, irgendwie wir auch alle werden bombig, auch ja? irgendwie Schalt schon gerne einmal an. mit dieser Serie in Berührung gekommen sein. Es ist eine der erfolgreichsten Kinderserien, die es überhaupt gibt. Die erfolgreichste Serie, die Nickelodeon je produziert hat. Und diese Serie gibt es bis heute. Jedes Jahr kommen neue Staffeln und neue Episoden rauf. Es ist eine Serie, die nach wie vor beliebt ist und die wahrscheinlich noch jahrelang weitergehen wird. Jetzt mal ohne Witz. Kennt ihr eine neue Folge von SpongeBob? Real Talk jetzt. Ich muss jeden SpongeBob-Fan enttäuschen. Die alten Folgen, die haben mir nur gut gefallen. Die neuen Folgen, ich kenne gar keine. Ich kenne keine Folge von den ganzen neuen Folgen, weil ich das nicht anschaue. Ich möchte SpongeBob als gutes SpongeBob in Erinnerung behalten und nicht mit anderen Synchronsprechern, mit irgendwie, ja, ich möchte nicht, dass Patrick nur noch verdummt ist und SpongeBob auch nur noch komisch ist und so. Weißt du, ich möchte das in guter Erinnerung behalten. Bert. Ah, ich kenne generell keine SpongeBob-Folgen. Tamara, raus. Tamara, bist du des Wahnsinns? Ey, ist Bissin noch da? Bissin, falls du da bist, was hast du mit Tamara angestellt? Das war, also das ist nicht normal. Doch, auch wenn diese Serie noch immer und immer weiter produziert wird, wahrscheinlich, ich hab schon gehört, können ne? wir schon wissen, was am Ende dieser Geschichte Niko, passiert. Moin, moin. Das Ganze klingt jetzt erst einmal seltsam, aber tatsächlich wissen wir schon, was mit SpongeBob und all seinen Freunden, allen Bewohnern von Bikini Bottom passieren wird, weil eine Folge der Serie dies uns bereits mitgeteilt hat. Und das, was passieren wird, ist unfassbar grausam, verstörend und schrecklich, gerade für eine Kinderserie. Das Ganze klingt jetzt sehr seltsam, aber ich möchte euch einmal erklären, um welche Folge es sich dreht, wenn wir eben über die Zukunft von SpongeBob reden. Zunächst einmal, wenn wir hören die Zukunft von SpongeBob, werden viele von uns wahrscheinlich an die Folge denken, wo Thaddäus in der Gefrierkammer der großen Krabbe einfriert. Damals taut er eben Jahrtausende. Da kamen mehrere SpongeBob-Klone auf jeden Fall, das weiß ich noch. ...später wieder auf. In einer Zukunft, wo alles verchromt ist, wo nur noch Außerirdische und Roboter in Bikini Bottom leben und nichts mehr so aussieht wie damals. Auch wenn dies eine Zukunftsvision ist, die so auch tatsächlich eintreten wird laut der Serie, ist es nicht die Zukunft, die wir uns angucken wollen. Weil alles, was in dieser Folge passiert, so deprimierend das Ganze auch sein kann, ist schon lange, nachdem die Leute von Bikini Bottom verschwunden sind. Diese ganzen Geschehnisse von Thaddäus in 3000 Jahren in der Zukunft passieren eben, nachdem die Geschichte von SpongeBob und seinen Freunden schon längst vorbei ist, seitdem die alle schon gar nicht mehr existieren. Um zu wissen, was mit denen passiert, müssen wir uns eine andere Folge angucken. Und diese Folge trägt den Titel SpongeHenge oder zu Deutsch die Steinbobs. Dies ist eine mehr als merkwürdige Folge, über die im Internet seit Jahren immer wieder diskutiert wird. Ich weiß nicht, wo hier diskutiert wird im Internet. Ich habe das noch nie gesehen, dass irgendjemand darüber diskutiert und philosophiert. Ich weiß nicht, wo es die Menschen gibt, die wirklich dahinter wieder irgendeine Story sehen wollen. Das macht mich wirklich kopfkrank, ich sag's euch ehrlich. Weil viele Leute sich wundern, wie diese Sendung bzw. diese Folge akzeptiert werden konnte, dass sie ausgestrahlt werden darf. Die Folge fängt erstmal ziemlich harmlos an. König Neptun, sprich der Gott des Meeres, der dafür verantwortlich ist, dass alle Leute dort ein gutes Leben haben, wird wütend. Warum er wütend ist, ist wegen seiner Glatze nicht ganz bekannt, aber man geht davon aus, dass durch Neptun ein Sturm unter Wasser erzeugt wird. Er löst also quasi einen Sturm aus, der über Bikini Bottom hinwegzieht. Ein Sturm, der aus Zorn geboren ist. Als SpongeBob morgens aufwacht und an sein Fenster geht und dieses öffnet, bemerkt er auf einmal, wie der Wind oder die Strömung, wie man es unter Wasser nennen will, durch seine Körperöffnung zieht. Durch die Löcher seines Körpers zieht eben diese Strömung hindurch und erzeugt dabei Geräusche, ähnlich wie zum Beispiel Luft, die durch eine Flöte hindurchzieht. Er bemerkt also, dass diese Strömung dafür sorgt, dass sein Körper Musik erzeugen kann und findet das Ganze relativ lustig. Er hat Spaß, geht vor die Tür, kichert und denkt einfach, dass dies ein guter Gag ist. Das Problem ist dann, als Quallen aus der Nähe diese Musik zu Ohren bekommen. Als sie diese Musik hören, wirken sie wie angezogen, wie hypnotisiert von der Musik und... Junge, der macht, ohne Witz, wer diese SpongeBob-Folge kennt, weiß, das ist eine lustige SpongeBob-Folge. Er macht aus dieser lustigen SpongeBob-Folge, hier blendet er so verpixelte Bilder ein, damit das übel gruselig rüberkommt, so als hätte man das ahnen müssen, so als Kind. Guckt euch das an, seht ihr die Zeichen? Diese Qualle
ist, nachdem diese Folge gewesen ist, komplett gestorben und seine ganzen Mitqualen ebenso. Alles ist tot, alles verrottet. Eigentlich das alles sollte alles schwarz-weiß sein. Wie dieser Emote, den ich jetzt neu drin habe. Wie dieser Emote, dieser... War den hier. Ungefähr so. So macht er das. Also das ist wirklich Wahnsinn. So, er kriegt aus jedem normalen Video, kriegt er es irgendwie hin, die ganzen Charaktere nochmal sehr düster zu behandeln. Und fliegen eben zu SpongeBob hin und umkreisen ihn. Es ist quasi so, als hätten sie ihn als ihr neues Zentrum ausgesucht und niemand darf sich ihm nähern. Sie beschützen quasi diese Quelle der Musik, weil sie diese Musik so gerne hören. Dieser Schutz, der erstmal ganz nett klingt, ist aber tatsächlich problematisch. Weil jeder, der SpongeBob zu nahe kommt, sei es nun Mr. Krabs, Thaddeus, Patrick oder sonst wer, wird von den Quallen angegriffen. Und da die Quallen wie Wespen sind, könnt ihr euch vorstellen, dass dies quasi einen Angriff mit Wespen gleichtut. Diese Leute, die also sonst mit SpongeBob immer zu tun haben, werden angegriffen und werden so gezwungen, sich von SpongeBob fernzuhalten und sagen, er soll die Stadt verlassen. Sie alle haben Angst vor SpongeBob, sie wollen nicht weiter verletzt werden und so sagen SpongeBobs Freunde, dass er einfach nur verschwinden soll. Dies ist einerseits schon schrecklich oder irgendwie verwirrend oder verstörend, dass das in einer Kinderserie passiert, aber es geht nun mal weiter. Da der Sturm von Neptun nicht aufhört, der Zorn von Neptun also nicht gestillt wird, muss SpongeBob weglaufen, aber die Quallen verfolgen ihn und so sucht er Schutz in einer Höhle. Eine Höhle, in der eben kein Wind hindurchziehen kann, sodass er wenigstens mal einen Moment Ruhe hat. Doch rausgehen kann er nicht mehr. Er ist in dieser Höhle eingesperrt, ein für alle Mal, denn... Hey Nico, du hast eine Macke. Leute, wenn ihr ein Kind habt, würdet ihr eurem Kind erstmal SpongeBob zeigen? Ich glaube, ich würde den ganzen Tag mit dem Kind SpongeBob schauen und so, weil da hätte ich selber Spaß dran. Und dann, wenn es älter ist, South Park. Nee, da würde meine Freundin nicht mitmachen. Würde ich SpongeBob zeigen, weil es ist halt auch schon ziemlich dumm. Ich weiß nicht, also ich würde schon so die Anfangsfolgen so zum Abfeiern würde ich vielleicht schon machen, ja. Ich meine, als dann, sonst verpasst das Kind übel viel im Leben. Ja, das ist wie Tom und Jerry. Das ist ein Klassiker, das musst du doch zeigen, oder? Sonst kann das nirgendwo mitreden. Sonst wird das Kind doch irgendwo gemobbt. Also ich würde das Kind halt nicht irgendwie die neuen Folgen schauen lassen, sondern die alten halt einfach. Die guten. Denn sobald er vor die Tür tritt, kommen die Quallen wieder und der Sturm scheint einfach kein Ende zu finden. Er ist also in dieser Höhle gefangen. Und nicht nur einen Tag oder zwei Tage, sondern man geht davon aus, dass er mehrere Jahre oder zumindest Monate in dieser Höhle alleine gefangen ist. Man sieht eben danach einen Sprung, eine Art Cut, wie er immer noch in dieser Höhle ist und mittlerweile einen langen Bart und Haare hat. Er ist also schon lange genug in dieser Höhle, dass ihm ein langer Bart gewachsen ist und vor der Höhle ist dieser Sturm immer noch mitzukriegen. Sprich, seit Jahren wütet draußen vor dieser Höhle immer noch der Sturm Neptuns. Und SpongeBob ist mittlerweile durchgedreht. Er hat mittlerweile angefangen, Kopien von sich selbst aus Stein zu bauen. Er hat sogenannte Steinbobs gebaut. Und da kommt dann Spinnen rausgekrabbelt, das weiß ich noch. Und als er diese Steinbobs mit nach draußen nimmt, bemerkt er auf einmal, dass der Wind auch durch ihre Körperlöcher zieht und Musik erzeugt. Ebenso wie es bei ihm der Fall ist, sind auch diese SpongeBobs bzw. diese Steinbobs eine Art Epizentrum, ein Magnet für Quallen. Aber da sie ihn noch nicht in Ruhe lassen, kommt er auf eine neue Idee. Er erschafft gigantische, perfektionierte Steinbobs, gigantische Abbildungen von ihm, die er alle in einem Kreis aufstellt, sodass der Ton bzw. die Musik, die von diesen gigantischen Steinbobs erzeugt werden, tausendmal schöner ist als die Musik, die durch ihn erzeugt wird. Dies sorgt dafür, dass die Quallen ihn in Ruhe lassen und nun nur noch um diese Steinbobs hindurchschwören. Sie haben sich also entschieden, dass SpongeBob nicht mehr besonders genug ist, sondern dass diese Steinbob-Reihe aus Skulpturen das neue Zentrum sein soll. SpongeBob hat es also... Das ist doch so krank. Welcher, also wirklich Steve Filmberg, der diese Folge mit produziert hat. Wie kommt man denn auf so ein Drehbuch? Ja, sowas zu machen einfach. Also absolut wild. Mir ist gerade was in den Kopf gekommen. Das können wir uns mal angucken. Vorhersagen die Simpsons. Das können wir uns auch mal noch angucken. Das ist so krank. Die Simpsons haben so viel vorhergesagt. Das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht von dieser Welt.
7 Simpsons-Vorhersagen, die wirklich wahr wurden. So. Das können wir uns mal angucken, ist wirklich spannend. Ja? Weil bei den Simpsons habe ich so das Gefühl, alles, was dort in diesen Folgen ist, die haben auch vorhergesagt, zum Beispiel, dass Donald Trump Präsident wird und sowas. Jahren des Sturmes geschafft, eine neue Alternative zu bieten für die Quallen. Schön und gut, dies ist an sich jetzt eine ganz normale Geschichte, wenn man so will. SpongeBob hatte ein Problem und SpongeBob hat dieses Problem gelöst. Doch wer nun mit einem Happy End in dieser Folge rechnet, dem muss ich definitiv enttäuschen. Oh nein. Denn nachdem dies passiert ist, kehrt SpongeBob zurück nach Bikini Bottom. Er ist endlich wieder frei. Nach Jahren hat er es endlich geschafft, diese Plage, die ihn heimgesucht hat, abzuschütteln und er will wieder Zeit mit seinen Freunden verbringen. Als er aber in Bikini Bottom ankommt, sieht er, dass etwas Schreckliches passiert ist. Denn ihr müsst wissen, wie ich gesagt habe, hat der Sturm von Neptun weitergemacht. Und der Sturm war so stark, dass alle Leute, die in Bikini Bottom lebten, nicht dagegen ankommen konnten. Nein. Bikini Bottom ist komplett zerstört. Alle Häuser sind entweder komplett zerstört, verwüstet oder von Sand begraben. Der Sturm hat so viel Sand aufgewirbelt, dass die ganze Stadt in Schutt und Asche liegt. Und laut den Spekulationen im Internet und angeblichen Antworten der Machern von SpongeBob sind alle Bewohner von Bikini Bottom nicht geflohen. Sie haben die Warnung von Neptun nicht ernst genommen. Sie haben diesen Sturm nicht ernst genommen. Und ich denke, das ist wie so eine Vorhersage auf Corona gewesen. Leute haben Corona nicht ernst genommen, dann sind alle gestorben einfach. Genau so ist es hier auch. Die haben es einfach vorhergesehen, genauso wie das bei den Simpsons war. Scheiße. Sind immer weiter in ihrer Stadt geblieben. Safe, und oder? Dann safe. Sind ich hab's jetzt rausbekommen. In den paar Jahren, wo SpongeBob eben davongelaufen war, in den paar Jahren, wo SpongeBob wahnsinnig in einer Höhle wurde, sind alle seine Freunde, alle seine Bekannten, alle seine Nachbarn verstorben. Ja, extra alles so mit einbezieht. Nicht so, sind alle gestorben, sondern alle seine Freunde, alle seine Bekannten, seine Mutter, sein Vater, alle sind gestorben. Wobei, das muss nicht sein, weil, guck mal, im Bikini Bottom, wenn er jetzt alle Bekannte, na gut, die Sache ist halt, ich weiß gar nicht, wo die Eltern von SpongeBob gewohnt haben, das waren ja, die waren ja auch sehr nett, aber ich weiß, ich glaube nicht, dass die im Bikini Bottom gewohnt haben. Das heißt, er hätte sogar noch eine Familie. Aber das ist natürlich traurig auch um Gary, weil, ey, Gary, komm heim! Sie alle sind in dem Sturm von Neptun umgekommen. Und SpongeBob ist alleine, als letzter Überlebender. So, als wären wirklich Menschen gestorben und so. So, einfach so auf diese Art. In Bikini Bottom. Und wer weiß, vielleicht nicht nur als letzter Überlebender in Bikini Bottom, vielleicht als letzter Überlebender überhaupt unter Wasser. Denn wenn Neptun einen Sturm erzeugt, dann muss dieser Sturm nicht unbedingt nur auf die Heimatstadt von SpongeBob beschränkt sein, sondern könnte sich auch über den gesamten Ozean erweitern. Es könnte sein, dass dieser Sturm von Neptun also quasi alles unter Wasser zerstört hat und SpongeBob die letzte Person ist, die es geschafft hat zu überleben. Sprich, hier haben wir das Ende der Geschichte von SpongeBob. Auch wenn es immer noch weitere Folgen gibt, die in der Vergangenheit von diesem Ereignis ausspielen, haben wir trotzdem schon längst in der Vergangenheit erfahren, was wirklich am Ende dieser Kinderserie passieren wird. Ja, aber was ist denn dann mit SpongeBob? Das ist ja dann nicht das Ende. Nur weil das verwüstet ist, heißt nicht, dass dann die ganze Sache vorbei ist. Weil SpongeBob, vielleicht sind die ja begraben unter dem Schutt. Und die leben eigentlich alle noch. Alle, die wir kennen, Patrick, Thaddäus, Mr. Krabs, Perla, Sandy, was weiß ich wer, sie alle kommen in Bikini Bottom um aufgrund des Sturmes. Nein, das weiß niemand, wo die sind. Die müssen doch nicht umgekommen sein, die können auch geflohen sein. Wer sagt das, dass die nicht geflohen sind? Und SpongeBob verbringt Jahre isoliert und alleine, wahnsinnig in einer Höhle. Klasse, das glaube ich nicht. Kehrt zurück, um mitzukriegen, dass alle, die ihm was bedeutet haben, nun nicht mehr existieren. Und er selbst bleibt im Bikini Bottom und wird auf kurz oder lang, wie seine ganzen Verwandten und Freunde, von dem Sturm heimgesucht werden und ebenfalls verenden. Lüge! Warum soll denn das jetzt wieder passieren? Das ist eine einmalige Sache gewesen. Das heißt, SpongeBob muss an diesem Sturm mit sterben. Das ist eine gewisse Quatsch. Nee. Wenn ihr mich fragt, ist das Quatsch. Das ist hier eine ganz klare Verschwörungstheorie, der ich nicht hinterhergehen möchte. Luca, grüß dich, Bruder. Neptun, der hat bloß einen Nieser gehabt und dann ist halt ein Sturm gekommen, das war's.
Das Ende von SpongeBobs Geschichte ist kein Happy End. Kein glückliches Ende, wo er mit Patrick für immer glücklich ist oder so. Es ist, dass er ganz allein in Bikini Bottom ist und in einem Sturm von Neptun umkommt. Das ist die grausame Geschichte, das grausame Ende von SpongeBob. Ich hoffe, euch hat diese Folge hier gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Und bis dahin, tschüss. Bleach-Schnack.